da bin ich mal endlich wieder mit einem neuen Video. Sorry erstmal dafür, dass die letzten zwei Wochen gar nichts gekommen ist von mir. Ich hatte einfach, bei mir ist es privat wirklich drunter und drüber gegangen. Also ich habe jetzt, mittlerweile arbeite ich nicht nur 40 Stunden die Woche, sondern 50 Stunden die Woche. Also es hat sich wirklich, ist wirklich noch einiges dazugekommen. Es liegt daran, dass ich jetzt zu meinem Hauptjob noch einen Nebenjob angenommen habe. Hat die verschiedensten Gründe, aber der Hauptgrund ist einfach, dass ich meinen Hauptjob von zu Hause aus mache und mir teilweise echt die Decke auf den Kopf fällt. Wenn ich wirklich die ganze Woche zu Hause bin, vielleicht ein, zweimal die Woche irgendwie was unternehme, bin ich die Hauptzeit wirklich zu Hause von morgens bis abends und das geht einfach gar nicht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich nehme mir einfach noch einen Nebenjob. Da komme ich dann zweimal die Woche so ein bisschen raus, ein bisschen wieder unter Leute. Und ja, ich glaube, ein schöner Nebeneffekt ist einfach, dass man dann letzten Endes monatlich noch mehr Gehalt zur Verfügung hat. Und ich glaube, da kann keiner meckern. Und genau, deswegen, da ist so einiges an Zeit jetzt draufgegangen, weil ich natürlich auch erstmal so eine Einschulungswoche hatte und so weiter und so fort. Und genau, deswegen haben die letzten zwei Wochen nicht viel. Da ist auch sonst privat noch vieles drunter und drüber gegangen. Aber ich habe euch ja so auf Snapchat eigentlich regelmäßig mitgenommen, weil ich bin dann ab und zu mal doch aus dem Haus rausgekommen. Und wenn ich das bin, dann bin ich meistens mit meiner Schwester shoppen gewesen. Das ist echt ausgeartet, die letzten 4 Wochen, würde ich sagen, weil ich war ja auch wieder in Nürnberg gewesen, da habe ich auch wieder zugeschlagen und ich habe jetzt wirklich hier meine ganze Ecke mal aufgeräumt und alles auf mein Bett gestellt und das sind echt wirklich viele Tüten. Also es werden ganz, ganz, ganz viele, es wird auf jeden Fall ein Amazon-Haul geben, dann kompletter Fashion-Haul, DM-Haul, Primark-Haul, TK Maxx-Haul, es wird so viele Hauls geben die nächste Zeit, es tut mir wirklich leid, aber ihr mögt ja wirklich meine Hauls, deswegen dachte ich mir, ich mache die einfach mal. Heute geht es allerdings um eine Neuheit von Milani. Ich liebe ja Milani, die habe ich euch schon so oft in die Kamera gehalten, das wisst ihr ja, ich liebe meine Milani Lipsticks oder auch meine Blushes und so weiter, echt super, super geniale Produkte und ich habe euch auf Snapchat schon gezeigt, es gibt neue Milani Produkte und zwar Metallic Lipsticks. Die kennt man so noch nicht, die hat man jetzt von Kylie Jenner gehört und gesehen, aber ansonsten habe ich die noch nirgendwo von anderen Marken gesehen. Ich habe ja schon mal in der Drogerie geschaut, ob da sowas mittlerweile schon erhältlich ist, aber es ist wie anscheinend noch zu neu, dass es noch nicht im Handel erhältlich ist. Und dann habe ich mich so gefreut, als ich auf der Milani-Seite war, habe ich dann gesehen, dass es eben, habe ich so ein paar matte Liquid Lipsticks bestellt, weil ich die ja super, super toll finde. Beziehungsweise noch nicht, nur noch erst einen hatte, deswegen wollte ich schon ein paar nachordern. Und dann habe ich gesehen, wirklich bei so einem Model, so einen wunderschönen Liquid Lipstick in Metallic Form. Also es ist eine Art, die matt trocknet, allerdings ist die wirklich metallisch matt sozusagen. Also nicht glänzend im Sinne von, sie ist nass wie so ein Lipgloss, sondern wirklich so matt, aber trotzdem metallisch. Also ganz komisch, diese neue Sorte zu beschreiben und ich habe mich so verliebt in diese Farbe, was das Model getragen hat. Und dann bin ich halt auf die Seite gegangen und habe gesehen, dass die mittlerweile 8 Farben haben. Also wirklich wunderschön, habe ich mir mal 3 Stück bestellt und geguckt und war so verliebt, dass ich mir dann einen Tag später nochmal 3 Stück bestellt habe. Und das hier sind sie, meine 6 Schätze insgesamt. Wie gesagt, gibt nur mal 8 Farben. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden, weil die mir am meisten gefallen hatten. Und ja, die Verpackung, wie ihr seht, ist einfach, einfach durchsichtig, dass man halt die Farbe sieht und oben schön Gold, also wirklich sehr, sehr schön. Die heißen Amore Metallics Lip Cream. Sehr, 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 sehr schön. Also deswegen, man sieht es auch hier, dieses Metallics. Matt ist nämlich fett geschrieben und dann kommt halt das Alex noch dahinter. Also Metallics, wirklich, da merkt man halt, wenn die trocken sind, also ich habe es gemerkt bei den Swatches, dass sie wirklich extrem metallisch schimmern, aber sie sind einfach nicht dieses glossy nasse, sondern eher trocken matt und die sind so schwer abzubekommen. Also jeder, der die Snaps von mir gesehen hat, hat gesehen, ich habe die wirklich unter Wasser gehalten, ich habe die mit Shampoo versucht abzumachen. Keine Chance. Das Wasser ist abgeperlt, also überhaupt keine Chance, egal wie man dran rumgerubbelt hat. Man muss es wirklich mit Öl entfernen, sonst könnt ihr vergessen, die abzubekommen. Und ja, ich würde sagen, ich swatch mich da jetzt mal durch für euch und hoffe sehr, dass euch das Video gefallen wird. Ich werde euch auch immer den dazugehörigen Namen hinschreiben und in der Infobox findet ihr auch die Seite, wo ich die bestellt habe.
Ich habe die auf der Milani-Seite direkt bestellt. Es gibt eine Milani.com-Seite. Da müsst ihr nicht bestellen. Da kommt ihr auch direkt oder werdet ihr eigentlich auf die EU-Seite weitergeleitet. Ich glaube, Milani Cosmetics oder cosmeticsmilani.eu. Ich werde es euch auf jeden Fall hier unten und in die Infobox hinschreiben. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Weil da müsst ihr weder Zoll noch irgendwelche Gebühren zahlen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ich habe hier auch noch meinen Kassenzettel bzw. die Rechnung, die mitgeliefert wurde. Die kosten einzeln, wenn die Steuer und so weiter alles mit drauf ist, 7,96 Euro. Und für 7,96 Euro so eine Hammerqualität und so tolle Farben kann man überhaupt gar nichts sagen. Deswegen, ja, ich lege jetzt mal los und swatch mal eine Runde für euch. So, ich habe euch jetzt mal näher rangeholt. Ich hoffe, ihr könnt so alles gut erkennen. Wir beginnen mal mit der ersten Farbe. Ich swatch mich jetzt mal von hell nach dunkel durch. Und zwar ist das hier die erste Farbe. Die ist so, so, so wunderschön. Das ist die Farbe, weswegen ich überhaupt bestellt hatte. Das hatte das Model auf der Startseite drauf gehabt. Und das ist so eine verdammt schöne Farbe. Ich trage sie direkt mal auf. Die Namen schreibe ich euch immer hier irgendwo hin. Dann könnt ihr die euch direkt abschreiben. Die riechen übrigens richtig, richtig genial. Irgendwie nach irgendwas Süßem, aber nicht zu aufdringlich. Also richtig schön, genau wie die ganzen anderen Milani-Produkte. Die sind ja immer wirklich der Hammer. Gebt es jetzt übrigens komplett ohne Lip Liner auf, dass ihr wirklich seht, das geht auch ohne. Die sind wirklich so, 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 so schön. Dieser Applikator ist so weich, dass es auch meinen Lippen kitzelt. Ich habe jedes Mal, wenn ich die jetzt drauf gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich muss meine Lippen irgendwie kratzen, weil die sind so weich, weil das kitzelt richtig. Das ist total, hatte ich noch nie. Ich habe die komplette Lippe jetzt wirklich angemalt mit einem Pumpstößer sozusagen. Ich bin da nicht mehrmals reingegangen, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr deckend. Man muss da nicht mehrmals drüber gehen, also ein Wisch reicht und die Farbe ist hochdeckend. Und ja, wie ihr sehen könnt, die ist wunderschön. Die zweite Farbe ist diese hier, ein schönes, schönes Peach, also auch eine wunderschöne Farbe. Ja, so sieht die Farbe aufgetragen aus. Auch wunderschön. Ich finde die echt klasse. Also das wird auf jeden Fall so ein Sommerfavorit von mir, denke ich mal. Die dritte Farbe ist diese hier. Ein schönes, dunkelrosa, altrosa. Also auch eine sehr schöne Farbe. Da bin ich auch gespannt, die zu tragen. Also die Swatches sahen ja wirklich alle sehr schön aus. Ich hatte die bis jetzt auf den Lippen auch noch nicht drauf. Deswegen da bin ich sehr gespannt, wie die jetzt bei mir auf den Lippen aussieht. Wow. Also die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Übrigens sind die super weich. Also wenn man da mit den Lippen hin und her geht, das fühlt sich wirklich an, als ob man so einen richtig schönen Balsam drauf hätte, der überhaupt nicht klebt, sondern so samtig weich ist. Also die nächste Farbe ist ein wunderschönes, dunkles Lila. Also das sieht so hammer aus. Lila-Farben finde ich ja generell sehr schön. Muss man halt schauen, wie man es im Alltag tragen kann. Und ich finde halt eben die matten Lilas richtig schön. Und dieses Metallische ist halt auch richtig genial. Da bin ich sehr gespannt, wie das bei mir jetzt auf den Lippen ausschaut. Oh, holy grow. Oh mein Gott, was eine schöne Farbe. Also das ist mal eine richtige Bam-Farbe, muss ich sagen. Also ich hoffe sehr, dass die in der Kamera genauso rüberkommt, weil die Farbe ist, die solltet ihr euch wirklich unbedingt anschauen, weil die sieht richtig genial aus. Ich liebe sie. Die nächste Farbe ist ein wunderschönes Braun. So ein Braun habe ich schon lange gesucht. Sowas suche ich auch gerne so in matt oder so, aber ich bin da noch nicht wirklich fündig geworden. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt zumindest sowas in der metallischen Version habe. Da bin ich auch super gespannt, wie das auf meinen Lippen aussieht. Oh Gott, die sah schon beim Swatchen so schön aus, die Farbe. Also wow. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich bin super begeistert von dieser Farbe. Ich finde die fantastisch. Also, das
sehr, sehr, sehr schön. Braun ist immer so eine Sache, die kann halt eben passen, gerade zu einem Anlass oder zu einem Outfit oder nicht. Und ich finde aber gerade dieses Metallische, ich glaube für den Sommer oder auch Winter, Herbst, ich finde, die Farbe wird wahrscheinlich immer gehen, also auch ein ganz, ganz großer neuer Liebling. Und die letzte Farbe ist ein wunderschönes Rot, das darf natürlich nicht fehlen. Und ja, im Swatch sah der fantastisch aus, deswegen, da bin ich jetzt auch gespannt, wie der bei mir auf den Lippen aussieht. Aber ich denke, der wird der Hammer sein, also... Ein Rot darf natürlich nicht fehlen. Wie gesagt, es fehlen noch zwei Farben, die waren jetzt aber nicht so meins, deswegen, da könnt ihr gerne mal auf der Seite schauen. Das sind jetzt die sechs, wo ich gesagt habe, die möchte ich auf jeden Fall haben und ihr seht, die sind so pigmentiert, also das ist der Hammer. So, das ist jetzt der letzte Ton, der rote. Ich finde den wunderschön, ich bin total fasziniert generell von diesem metallischen, weil ich habe davon noch gar nichts in meiner Schminksammlung, deswegen, das ist momentan sowieso sowas ganz Neues, was man jetzt ja bei Kylie Jenner gesehen hat und ich bin echt froh, dass ich mir das jetzt von Milani geholt habe, weil die halt so viel günstiger sind. Ja, das waren sie schon, meine sechs neuen Lieblinge, meine neuen Zugänge. Ich finde die sensationell, wirklich. Also die lassen sich super auftragen, die sind super pigmentiert, super weich. Wenn die getrocknet sind, ist es auch so... Man hat das Gefühl, man hat überhaupt nichts drauf. Die sind super, super weich, angenehm zu tragen. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Die sind super günstig. Also wer sich den Stress mit den Kylie Lipsticks, Liquid, Metallischen, die jetzt neu rausgekommen sind, wirklich nicht antun möchte, weil da fällt dann Zoll an. Und dann braucht man sowieso erstmal eine Kreditkarte und. Und dann muss man erstmal überhaupt es gebacken bekommen, die überhaupt zu bestellen, weil die ja so schnell immer ausverkauft sind und. Also ich finde, dass die Milani wirklich... eine super Alternative sind, überhaupt in dem nichts nachstehen. Ich kann die jetzt zwar nicht super mit dem von Kylie's jetzt vergleichen, aber ich bin davon wirklich überzeugt. Milani grundsätzlich ist eine super, super Marke. Also da hat man, habe ich persönlich noch nie was Negatives gehört. Deswegen, die sehen echt super aus. Ich kann sie euch, wie gesagt, nur empfehlen. Und ja, das war jetzt meine kleine Swatch-Show für euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch irgendwelche genaueren Fragen dazu habt, wie immer in die Kommentare, dann antworte ich so schnell es geht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!